Studierende der Freien Universität, kurz FU, sowie pro-palästinensische Gruppen haben sich am Donnerstag zu einer Kundgebung unter dem Titel Solidarität mit Palästina in Berlin-Dahlem versammelt. Zur Demo aufgerufen hatte im Vorfeld unter anderem die Gruppe Palästina-Komitee FU Berlin. Wir demonstrieren gegen diese Heuchelei, gegen die Repression und für ein Ende des genozidalen Kriegs in Gaza und für Gerechtigkeit für PalästinenserInnen. Demonstrieren Sie auch gegen die Hamas? Wir stellen uns gegen jegliche Art von Gewalt. Dazu zählen viele Arten von Gewalt. In diesem Moment sind wir hier gegen die Gewalt Israels, gegen die Gewalt der IDF im Gazastreifen. Zu der Demonstration waren laut Polizei rund 85 Teilnehmer erschienen. Unweit der Mensa fand jedoch auch eine pro-israelische Gegendemonstration statt mit etwa 25 Teilnehmern. Die FU steht wegen ihres Umgangs mit mutmaßlich antisemitischen Vorfällen in der Kritik. Am vergangenen Wochenende erst war ein jüdischer Student der FU von einem Kommilitonen krankenhausreif geprügelt worden. Die Tat soll mutmaßlich einen antisemitischen Hintergrund gehabt haben.